Hallo und willkommen im Grillteam Barbecue Shop. Mein Name ist Björn und wir beschäftigen uns heute mit der thermischen Flammenüberwachung, vielen von euch auch als Zündsicherung bekannt, und der Frage, warum erlischt mein Brenner nach dem Startvorgang, wenn ich den Knebel loslasse? Die thermische Flammenüberwachung ist Voraussetzung dafür, dass ihr den Gastrobräter im Innenbereich verwenden könnt. Die sorgt nämlich dafür, dass es nicht zum unkontrollierten Gasaustritt kommt. Wie das genau funktioniert, dafür haben wir mal einen Gashahn komplett in Einzelteile zerlegt, den wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Wir haben ein Thermoelement mit Thermofühler. Die andere Seite endet in einer Überwurfmutter, hinter der eine Magnetspule sitzt, und den eigentlichen Gashahn zur Regulierung der Gaszufuhr. Wie hängen diese Bauteile nun zusammen? Wenn ihr den Gastrobräter mit der mechanischen Piezozündung startet, müsst ihr ja vorher den Regler auf die höchste Stufe stellen und während des Zündvorgangs den Knebel gedrückt halten. Durch das Reindrücken des Knebels öffnet ihr hier einmal die Gaszufuhr. Der Brenner kann gestartet werden, überträgt dann die Hitze an die im Gashahn liegende Magnetspule, und auch wenn ihr den Knebel jetzt loslasst, bleibt dieser Weg nach wie vor geöffnet. Im Umkehrschluss bedeutet das, geht die Flamme aus, wird keine Hitze mehr über das Thermoelement an die Magnetspule übertragen, die Gaszufuhr wird sofort geschlossen und es kann nicht zum unkontrollierten Gasaustritt kommen. Woran kann es jetzt liegen, nachdem ich den Brenner gestartet habt und ihr den Knebel loslasst, dass der Brenner sofort wieder erlischt? Oftmals sitzt das Thermoelement nicht an der richtigen Stelle. Die Spitze des Thermoelements sollte immer genau über einem Gasaustrittsloch liegen. Im Optimalfall wird die Flamme von der Spitze des Thermofühlers geteilt. Ihr könnt die Position aber auch einfach mit dem rechten und linken daneben liegenden Thermoelement vergleichen. Ebenfalls müsst ihr darauf achten, dass das kleine Gasaustrittsloch unterhalb des Thermoelements nicht durch Rost oder Fett verstopft ist und es hier zu einer optimalen Flammenbildung kommt. Wenn ihr die Position des Thermoelements und das Gasaustrittsloch überprüft habt, der Brenner aber nach dem Loslassen des Knebels immer noch erlischt, dann kann ein Schaden am Thermoelement oder der Magnetspule nicht ausgeschlossen sein. Ein häufiger Grund für eine beschädigte Magnetspule ist ein Brand in der Fettauffangwanne. Das heißt, das runtertropfende Fett erreicht irgendwann den Flammpunkt. Es kommt unterhalb des Gashahns zu einer Hitzeentwicklung. Die Hitze wird über den Gashahn an die Magnetspule übertragen. Die ist aus Kunststoff, verformt sich und kann den Gashahn nicht mehr dauerhaft öffnen. Daher ganz wichtiger Hinweis, ihr müsst immer Wasser in der Fettauffangwanne haben. Sollte eines der Bauteile, Thermoelement, Magnetspule oder sogar der ganze Gashahn beschädigt sein, könnt ihr lieber auf grillteam.de einzeln nachbestellen. Das war es auch schon von meiner Seite. Ich wünsche euch ein weiteres Mal viel Spaß beim Grillen. Wir sehen uns bald wieder. Euer Björn vom Grillteam.